Hallo und herzlich willkommen zu Platz 96 meiner Bottom 100 Filmliste. Und ja, das ist natürlich jetzt schwierig, so ein bisschen. Ich meine, war es bei vielen Filmen, aber ich muss tatsächlich auch einen Film des Meisters reinnehmen. Und zwar ist die Rede von Alfred Hitchcock und im Besonderen seinen Film Der zerrissene Vorhang oder im Original Torn Curtain. Das war immer so für mich der Film, der so nicht so richtig bei mir gezündet hat. Also klar, man hat so seine Lieblingsreihenfolge. Wer sich noch an meine Top 100 Liste erinnert oder die nochmal eben nachschauen möchte, bitte die ganze Liste. Da ist zum Beispiel Psycho, der ist ja ganz weit oben. Ich glaube, der war auf dem 5. oder so. Der war wirklich, also kann ich auch immer wieder noch sagen. Ne, aber man hat dann halt andere, die irgendwo so ein bisschen tiefer kommen. Also ich erinnere mich als Kind halt zum Beispiel in meiner Vorstellung zumindest sehr, sehr oft im Fernsehen das Fenster zum Hof und der Mann, der zu viel wusste, gesehen und habe die total toll gefunden, obwohl ich die wahrscheinlich damals noch gar nicht verstanden habe. Aber ich hatte das Gefühl, die kamen gefühlt einmal im Jahr im Fernsehen und dann habe ich es auch gesehen. Und ja... Der zerrissene Vorhang ist so ein Film, der lange Zeit in Deutschland auch geschnitten war. Eine Mordszene war immer ein bisschen zensiert. Ich glaube, stellenweise sogar mehr oder weniger komplett rausgenommen. Und ja, okay, aber bevor ich ins Detail gehe, erstmal worum geht's? Also es geht um einen amerikanischen Wissenschaftler, gespielt von Paul Newman. Das ist er hier. Ne, wer kennt ihn nicht? Also er ist ja wirklich ein bekannter Schauspieler, der in die DDR übersiedelt. Und die nehmen ihn zwar sehr gerne auf, weil wie gesagt, Wissenschaftler ist immer gut und ne, der kann uns ja dann auch irgendwie helfen. Aber natürlich wird er auch von der Stasi sofort ins Visier genommen, ob vielleicht er nicht ein doppeltes Spiel treibt und versucht irgendwie... das Ganze halt nur zu infiltrieren und vielleicht irgendwelche Geheimnisse rauszuschmuggeln, auf welchem Weg auch immer. Und das ist halt so ein Hin- und Her-Spielchen. Das Ganze. Und ja, wie gesagt, irgendwie... klar, klingt jetzt erstmal spannend, ist es eigentlich auch, aber es fehlt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich kann es schwer sagen. So, ich meine, ich habe den 3-4 Mal gesehen und ne, die Geschichte ist auch mehr oder weniger stimmig. Also es gibt so ein paar Szenen, wo ich so leicht mit den Augen rolle, weil es ja dann doch recht klischeehaft hergeht. Also was ich erstmal sagen muss, angeblich wurde der Film tatsächlich... der spielt in Leipzig, da wurde wohl auch gedreht, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil 1966, so kurz nach der Kuba-Krise, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, ich meine, das flaute ja so langsam ab, aber das war ja wirklich so ein, ne, dass da wirklich ein britisch-amerikanisches Team da irgendwie in der DDR drehen konnte, kann ich mir schwer vorstellen. Auf der anderen Seite, Hitchcock selbst, der hat ja in Deutschland sein Handwerk gelernt vor dem Zweiten Weltkrieg. Der kennt auch Leipzig. Also es ist, ja, also manche Sachen sind authentisch, manche Sachen finde ich völlig Banane. Zum Beispiel, da gibt es so eine Busfahrt von Leipzig nach Berlin und dass sie dann plötzlich dadurch irgendwelche Straßensperren kommen von russischen Deserteuren, die sie dann da ausrauben und so. Und nein, das ist nicht passiert. Also das gab es nicht in der DDR. Ja, ich habe zwar nicht in den 60er Jahren gelebt, aber also das ist definitiv irgendwie so ein ganz blödes Hollywood-Ding. Klar, das ist reingenommen worden, um da Spannung zu erzeugen und sowas, aber naja. Ja, und wie gesagt, das ist einer der Punkte zum Beispiel, wo ich sage, so, ja, da passt es für mich jetzt nicht so ganz, aber ja, okay. Ja, aber im Allgemeinen ist es ja, wie gesagt, immer noch ein guter Film. Nicht? Also, wer das Gesamtwerk Hitchcock sich mal ansehen möchte, kommt um den nicht drumherum und wird auch sagen, ja, er hat seine Momente, aber er hat auch als Schattenseiten. Ja, übrigens diese Box hier, hier ist noch so was
der Schuber sozusagen dazu. Kann ich nur empfehlen. Ja, ist aus Großbritannien. Enthält 14 Filme. Das geht irgendwann in den 30ern los. Und hat halt wirklich all die Klassiker, die man so von ihm kennt. Bis hoch zu den letzten Frenzy und Familiengrab. Und gibt's sehr günstig hin und wieder bei britischen Versendern. Also ich habe, glaube ich, für die Box hier ein bisschen über 40 Euro bezahlt. Und für 14 Filme ist das, also hat mich ein Film irgendwie 3 Euro sozusagen im Schnitt gekostet. Das ist natürlich ein absolutes Schnäppchen. Es gibt auch noch inzwischen eine andere Box, da ist noch ein Film mehr drin. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Aber ja gut, dafür kostet die Box dann, glaube ich, auch das Doppelte. Und alle anderen Discs sind dieselben. Wer Angst hat wegen Ton, also 13 der Filme haben deutschen Ton, lediglich Topaz, das ist so ein Spionagedings, der hat keinen, weil hier auf der Disc ist der Director's Cut, der irgendwie 20 Minuten länger ist oder so. Und das wurde halt nie synchronisiert. Und in Deutschland gibt es auf Blu-ray auch nur die Kinofassung. Der Director's Cut hat aber tatsächlich sinnvoll erweiterte Szenen, die den Film verständlicher machen. Also, naja, aber da kommt man hin. In 2002 macht man sich die Untertitel. Ich glaube, er hatte zumindest deutsche Untertitel. Nee, hat er angeblich nicht. Gut. Aber mit Englischen geht's dann immer. Ja, okay. Das wäre es dann auch schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen und bis dahin bleibt mir immer noch zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.